Hey Leute, ich bin Max Oberüber und heute werde ich euch 10 Dinge verraten, die in eurem Traumhaus niemals fehlen dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, bis gleich. So, als allererster Punkt ist natürlich ein Pool und dabei ist es egal, ob's so ein Pool ist, so ein Pool, so ein Pool, so ein Pool oder auch so ein Pool. Der letzte ist natürlich der beste, aber könnt ihr euch entscheiden, wie ihr das haben möchtet und wie ihr euch das natürlich auch leisten könnt. So, Punkt 2, was natürlich auch jeder zu Hause hat, ist so eine versteckte Garage für euren Sportwagen oder für euer Bobbycar, wie ihr das halt braucht. Und das sollte auch in keinem Traumhaus fehlen. Was ebenfalls nicht fehlen sollte, ist so ein kleines Heimkino, wo ihr ganz viele Kissen habt, wo ihr einen Beamer habt, wo ihr eine coole Anlage habt, damit ihr auch guten Sound habt. Und dann könnt ihr da coole Filmabende machen mit euren Freunden, mit Familie, mit euren Liebsten. Und dann ist der Abend perfekt. Was ebenfalls nicht fehlen sollte, ist eine Hängematte. Und natürlich könnt ihr so eine Hängematte haben oder auch so eine Schaukel. Ich weiß nicht, wie diese heißen. Diese großen Schaukeln. Oder halt so eine Hängematte auf einem Gestell, aber eine Hängematte ist schon ziemlich cool. Es könnte natürlich auch eine Hängematte zwischen einem Baum sein. Das geht auch. Falls ihr dann später euer Traumhaus baut und dann schon Kinder habt oder falls ihr noch Kinder bekommt, dann solltet ihr auch auf jeden Fall ein cooles Baumhaus haben und dabei ist auch nicht so wichtig, ob es jetzt ein Riesenbaumhaus ist wie dieses hier oder ob es ein kleines ist, weil Baumhaus, Baumhaus, Baumhaus ist immer cool. Es sollte nur halten. Nicht, dass ihr dann irgendwie an einem Baum so ein Riesenbaumhaus habt und das dann irgendwann runterfällt. Okay, es war nicht lustig. Was auch nicht fehlen darf, wenn ihr euer Haus über mehrere Etagen habt, dass ihr so eine Hängematte habt. Also ich weiß nicht, ob man das als Hängematte bezeichnet, aber das ist halt sowas, wo ihr einfach so richtig cool reinlegen könnt und ihr könnt halt nach unten gucken und das ist vielleicht auch gefährlich, wenn ihr es nicht richtig festmacht. Deswegen solltet ihr das von Profis machen lassen, wie von mir nicht. Aber das finde ich auch ziemlich cool. Ich stelle mir das ziemlich entspannt vor, aber ich hätte, glaube ich, auch Angst, dass ich da runterfalle. So, wir haben das ja schon mit dem kleinen Heimkino besprochen und mit dem Pool. Und jetzt braucht ihr, wenn ihr den Pool draußen habt, braucht ihr noch bei dem Pool ein Fernseher, dass ihr aus dem Pool mit euren Gummitieren, in denen ihr da im Pool schwimmt, einen Film gucken könnt. Und deshalb braucht ihr bei eurem Pool auch einen Fernseher. Was ebenfalls nicht fehlen darf, ist irgendwas Sportliches. Könnte so eine Golfbahn sein oder ein Tennisplatz oder ein Fußballplatz oder ein Basketballkorb. Irgendwie sowas solltet ihr auch bei eurem Traumhaus haben. So, was jetzt auch mega cool ist, was wahrscheinlich die wenigsten haben, aber ich würde so feiern, wenn es irgendjemand von euch hat. Wenn ihr euren Pool im Haus habt und ihr dann noch so eine Rutsche habt von einem Schlafzimmer oder so dann ins Wasser, das ist echt mega cool, aber dafür solltet ihr schon einen richtigen Pool haben, nicht dieses kleine Poolchen, was ich da euch am Anfang gezeigt habe. Aber ich finde das so cool. Würdet ihr sowas haben wollen oder nicht? Also ich weiß nicht, ob ich das oft nutzen würde, aber das ist schon echt cool. So, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein cooler Grill für die schönen Sommerabende. Im Sommer natürlich oder auch im Frühling oder Herbst, wenn das Wetter gut ist. Und dann könntet ihr auch an eurem Pool vielleicht diesen Grill haben und dann vom Pool aus grillen. Oder ihr seid im Pool und lasst euch begrillen. Falls ihr jemanden braucht, ich komme vorbei und dann grille ich für euch. Jo. So, und falls euch jetzt noch coole Dinge einfallen, die in keinem Traumhaus fehlen dürfen, dann schreibt mir die unbedingt in die Kommentare und ich schreibe euch auch noch Dinge rein, wenn mir Dinge einfallen. Aber so ein richtig cooles Traumhaus, das wäre schon echt cool, wenn man sich so alles aussuchen könnte, was man haben möchte. Das wäre ja nicht schlecht. Ja, ich glaube, das Video war jetzt etwas kürzer, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und dass ich euer Traumhaus verschönern konnte, auch wenn ihr noch keins habt und ja, und die vielleicht ein bisschen zu extrem sind, die Sachen, die ich euch erzählt habe, aber ich finde, das sollte nicht fehlen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, damit wir ganz viele Daumen hoch erreichen oder einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr euch denkt, nein, das war kacke. Ja, und falls ihr nichts mehr verpassen wollt von meinen komischen Videos oder auch manchmal interessanten oder Videos, dann abonniert mich kostenlos. Ich würde mich sehr freuen. Bis demnächst und ciao. Oh.